Und weiter geht es mit einer wunderbar knusprigen Folge von Mannerlords. Und wir haben ja unser Herrenhaus hier ausgebaut. Die Bäume sind leider immer noch drin. Haben unsere erste kleine Armee. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwie mehr kosten oder irgendwas. Ich sehe hier nichts. Aber wir haben sie. Ich hoffe, das ist kein Problem, dass sie im Winter hier sind. Und unterbringen muss man die, denke ich, nicht. Ich bräuchte halt noch irgendwie hier die hier. Aber da fehlt mir einiges noch an Schilden und an Speeren. Was nicht so geil ist. Was macht man da? Müsste ich vielleicht irgendwie schauen, dass ich mal was kaufen kann. Aber ich habe kein Geld. Ich muss auf jeden Fall schnell Handel treiben, ne? Also. Wie sieht's aus? Also Feld liegt brach, klar. Hier ist keiner drin. Die Brote werden noch gebacken. Haben wir denn überhaupt noch Mehl? Wo ist nochmal Mehl? Ja, ein bisschen noch. Ich ziehe schon mal einen ab. Ich krieg das alleine. Hier ist nichts mehr. Wunderbar. Ja, wir können eigentlich einen nochmal hier reinhauen. Einen hier rein. Der brennt. Obwohl, warte mal. Vielleicht wäre es nicht verkehrt. Oh. Ist auch schon fast voll. Kurz mal noch eher einen reinzuhauen. Ich sollte noch ein weiteres Lager bauen. Das geht ja schnell. Kann man die nicht ausbauen? So, warte mal. Aha. Ach so. Die Ressourcen sind aber nicht weg, ne? Nicht, die sind. Nee. Die sind nicht verschwunden, oder? Ich hoffe nicht. Gut, wie sieht's hier aus? Tiere. Oh. Nee. Die sollen jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob die verschwinden, wenn wir die komplett ausrotten. Stein. Hauen wir da noch einen rein? Fleisch und so ist drin. Sehr schön. Da einer, da einer. So. Okay, das sieht also soweit ganz gut aus. Das Haus wird auch noch gebaut. Ups. Nein, da wollte ich schon. Hallo. So. Alles klar, und hier unten. Brennstoff, das passt. Holz ist auch relativ voll. Gut, gut, das sieht doch ganz gut aus. Zwei Leute haben wir frei. Ja, jetzt nur die Frage, wie funktioniert das hier? Brauche ich noch extra ein Vieh für? Pferd? Aber ich habe kein Geld. Handel. Wie? Weil ich würde ganz gerne hier Militär. Ich bräuchte halt Waffen, ne? Aber ich habe halt kein Geld. Ich bin pleite. Stiefel. Ach so, man kann auch Kleidung und so. Aha. Ja, ich habe ein paar heute, aber wie funktioniert das gewünschte Überschuss? I have no idea. Ich glaube, ich bin ein bisschen hängen geblieben. Ich muss mir irgendwie mal anschauen, ob ich irgendein Video finde, wie das richtig funktioniert. Ich glaube, ich bin da ein bisschen. Boah. Könnte ich irgendwie auch einstellen, Export oder Import? Oder muss ich zwei Handelsposten haben? Einen für Import, einen für Export. Vielleicht, wenn ich ihn jetzt reinhaue. Wir beobachten es mal. Ach, ach ja, hier war das, genau. Ja, verkaufen, ne? Dann würde der eigentlich drei verkaufen. Steht hier, verkaufe, bis der gewünschte Überschuss erreicht ist.
Ich glaube, wir brauchen irgendwie ein Pferd oder so. Warte mal, wir machen mal so irgendwie 25. Und den Rest lassen wir alles. Aber warte mal. Mit denen eigentlich der Handelsroute? Ach so, ich brauche erstmal eine Handels. Oh. Aber das heißt, wir könnten. Leben könnten wir. Warte mal, wir können ja hier. Aha, warte mal. Das wäre doch ganz cool. So, ein bisschen behalten wir. Und dann. Okay, wird es jetzt verkauft? Ich habe jetzt einen hier reingehauen. Ich hoffe es. Ich hoffe es, weil wir brauchen unbedingt Cash, damit wir uns ein paar Waffen kaufen können, weil in 27 Tagen kommt eine Armee und ja, das wäre halt nicht so geil, ne? Ah, das Ding ist aber, selbst wenn wir es verkaufen, wir müssen so schnell das Geld kommen, damit wir uns auch wieder hier Waffen kaufen können. Und dafür brauche ich auch erstmal hier Geld für die Handelsrouten. Oh jo. Das ist ein Problem. Ich habe ein Riesenproblem, Leute. Hätte ich das mal vorher irgendwie verstanden. Ja. Bisschen spät. Gut, dann bauen wir bitte das Lager hier erstmal. Bisschen ausbauen. Ich befürchte irgendwie, dass wir draufgehen werden. Ich weiß nicht. Neue Familie, das ist schon mal nett. Aber können wir nicht eine halbe Familie irgendwie zu Soldaten machen oder so? Ja, nee. Nein. Lass sie in Ruhe, bitte. Wir haben halt nur Speere. Kann ich nicht irgendwie sagen, yo, nur die Hälfte oder so? Hm? Habe ich jetzt welche gemacht? Es wäre schon mal gut, wenn ich 19 Speerträger wenigstens habe. Ich glaube aber nicht, ne? Der Söldner erneuern geht auch nicht. Hä? Ich habe noch 5. Hä? Ach ja, klar, ich habe ja die Handelsroute, natürlich. Hm, naja. Ach doch. Oh ja, gut, gut, gut. Oh. Oh, ich bin froh. Gut, wir haben eine kleine Armee. Da fühle ich mich schon mal wenigstens ein bisschen sicher. Puh. Ich dachte echt, das wird, ja. So, wir lassen mal die beiden Familien bauen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch einen reinstecken sollte. Nur auf ein paar Brote. Ein bisschen Mehl noch, also ein paar Brote können noch gebacken werden. Das ist gut, das ist sehr gut. Aber die Besteuerung. Vielleicht müssen wir irgendwann mal die Steuer runtersetzen. Ich habe auch ein bisschen Cash bekommen. Warte mal, was? Speer habe ich bekommen? Nee. Ach so, ah, okay. Wie lange brauchen die, um das hier zu bauen? Hier ist jetzt langsam voll. Brauche ich noch mal ein bisschen mehr Ochsen, so glaube ich, ne? Weil hier ist echt gleich. Komm schon. Jupp, ist voll. Wir schauen jetzt erstmal. Lehm. So, hauen wir nochmal hier einen rein vielleicht. Aha. Der wächst natürlich nicht. Oh, oh, oh. Nee, warte mal. Sind aber ziemlich schnell, ja, haben sich schnell vermehrt, irgendwie. Innerhalb von einem Monat nur. Da haben die ordentlich gerammeldonied, ne? Lehm. Wie viel haben wir denn? Oh. Gehen wir ein bisschen auf Fleisch. Einer baut. Wir haben 18 Familien. Ja, wir müssen auf jeden Fall auf bald wieder hier ein paar neue Häuser bauen. Ah, nein. Quatsch. Das wäre nicht verkehrt.
Als wenn ich das einfach bis hier hinten durchbaue. Einfach mal richtig ausrasten. Das sieht doch gut aus. Sehr schön. So, Armee, Effektivität, okay. Ich kann die dann zusammenziehen und... Okay. Alles klar. Das sieht doch gut aus. 6 Tage noch. Oh. Ja, irgendwie, ich glaube, im Handel... Ich glaube, ich brauche echt ein Pferd, ne? Kann das sein? Im Lager, 2 Häute. Das ist ja purer Dreck. Warum Häute? Warum macht ihr nicht irgendwie Lehm rein oder so? Hm. Naja. Wie lange brauchen die jetzt hier fürs Lager? Könnt ihr einmal hier ein Bauholz noch kommen? Ja. Ist doch gleich fertig. Das ist schon sehr wichtig. Ein Tag noch. Oh, wir sind kurz vorm Krieg, Leute. Okay. 18. Achso, okay, die brauchen noch ein bisschen. Ja, aber die sollten wir eigentlich hinkriegen, ne? Können wir die auch zusammen? Das heißt, die werden von oben kommen. Ausgewogen. Standhaft. Ich muss mal gucken, irgendwie was für ein... Kann man irgendwie gucken, gegen was die anfällig sind? Effektivität. Okay, da kommt die gegnerische Armee, Leute. Die brauchen aber anscheinend noch. Räuber in der Nähe. Gut. Das Lager. Können die mal damit fertig werden? Hallo? Endlich. Gut. Beide hier rein. Sehr schön. Okay, ich muss halt gucken. Ich muss sie irgendwie im Auge behalten. Ach, die sind aber echt noch weit weg. Schade, dass man nicht sehen kann, wie lange die ungefähr brauchen. Ich könnte ihnen ja auch rein theoretisch entgegenkommen, ne? Ich kann schon mal bis hier hingehen. Oh, was ein Glück, ehrlich. Was ein Glück, Leute. Steuerung. Ah, oh, warte mal. 50 Gold? Ne, warte mal. Wurde Lehm verkauft? Okay, oder? Das waren einfach die Steuern, glaube ich, ne? Das ist sehr gut, weil dann können wir... nein, hier nicht. Wo konnte ich nochmal schon mal ein Gemüsebeet anbauen? Ich glaube, die sind alle zu klein. Hier könnte ich es dann machen. Oder hier. Ja, nee. Bedürfnisse, aha, aha. Ich glaube hier, die sind alle zu klein. Ja, müssen wir ein bisschen warten. Das einmal fertig machen, bitte. Ich wollte noch einmal kurz in Ruhe schauen. Leben, alles klar. Hier wird noch gedingenst. Oh. Nahrung sieht nicht mehr so gut aus, ne? Aber es müssen doch jetzt die Beeren langsam wieder wachsen, oder? Ja, sehr gut. Gut, gut, gut. I'll go down. Wann können wir hier wieder anfangen eigentlich? Warte mal. Ich glaube, du hast auch kein Mehl mehr, oder? Noch eins. Warum backst du nicht? Egal. Ein Brot kommt es nicht drauf an. Dann machen wir... Hm.
Weizen einmal. Gerste. Das lassen wir erstmal. Brennstoff. Ich glaube. Sollen wir noch ein bisschen drin lassen? Ja, ne? Mein Holz. So, das passt eigentlich alles. Die können wir hier unten Ruhe lassen. Bauernhaus, sehr gut. Beeren dauert noch. Was ist denn Mehrwert? Warte mal, Lehm. Ah, warte mal, der hat jetzt 10 Lehm. Okay. Vielleicht brauche ich einfach noch eine Familie drin, damit die es schneller rüberbringt. Weil ohne Pferd halt dauert es, glaube ich, 1000 Jahre, bis es... vielleicht wäre es doch schlauer gewesen, das hier zu haben. Den Handelsposten. Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, ja. Eine Bretter... Machen wir mal noch eine Familie da rein. Das sieht nicht gut aus. Steuern. Ich sollte vielleicht mal die Steuern senken, damit ich nochmal neue Leute kriege. Lebensmittel erstmal. Ja, machen wir erstmal 2%. Damit wir weiter Einfluss kriegen. Mit Einfluss können wir auch gewisse Dinge tun. Und da sind sie. Ich würde die gerne von zwei Seiten angreifen. Wir lassen die noch kommen. Wir lassen die in Ruhe kommen. So. Ja. Sieht soweit alles ganz gut aus. Lager sieht auch gut aus. Jetzt sollten wir das auch hier bald upgraden. Ich würde aber sagen, erstmal natürlich hier unten. Was fehlt denn hier noch? Sollen wir erstmal hier einen abziehen? Ich meine, wir haben ja Holz da. Eigentlich Brennstoff. Das ist auch nicht so wichtig im Moment. Gearbeitet? Kann ich schon gearbeitet werden? Oder ist nächsten Monat? Oh. Action, oder? Ja, Fleisch geht eigentlich im Moment. Überleg noch... ne, die bauen, die bauen. Wer bist du? Ja, beeil dich lieber mal, weil da hinten... Hä? Hä? Wo sind die hin? Hä? Wo noch? Ach, da. Aha. Die kommen durch den Wald. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich spule ein bisschen vor. Weil die ist ganz nett. Aha, da sind sie. So. Halten die Verteidigung doppelt. Oh. Kann ich mit rein? Tatsächlich. Männers! Ihr rockt das Ding. Der erste Krieg. Der kleine Krieg. So, ein geiler Screenshot muss auf jeden Fall her. Ja. Das macht ihr fein. Ist schon jemand gestorben? Hallo, du da hinten. Die machen das schon irgendwie.
Lassen die da mal kämpfen. Und ich würde ganz kurz einmal schauen. Ja, obwohl die brauchen hier sowieso. Wir können den Kampf genießen. Wir können ein bisschen den Kampf genießen. Ich hoffe, dass keiner von meinen stirbt. Oh ja. Die rennen weg. Nee, nee, schön draufbleiben. Yes. Gut gemacht, Männer. Gut gemacht. Obwohl, wir lassen die mal hier beim Lager so. Sehr, sehr gut. Kriegen wir irgendwie Beute oder so? Das wäre cool. Wir könnten uns jetzt reiterisch noch einen weiteren Ochsen... Ah, warte mal. Vielleicht wäre das nicht verkehrt, sich ein Pferd jetzt zu legen. Erstmal. Stall. Bin da verfügbar in 30 Tagen. Ja, machen wir mal einen zweiten. Obwohl. Machen einmal sehr hoch, bitte. So, jetzt bitte einmal schnell bauen. Das liegt noch brach. Ich weiß nicht, können die anfangen? Auf welchen Monat? Doch, die fangen an. Aber Gerst ist irgendwie nicht so viel, ne? Aber ja, wir brauchen eh noch eine Familie. Wir lassen das erstmal. Lass erstmal nochmal brach liegen. Ich bin ganz gerne. Oh. Ist mir ganz schön aufgefallen. So, was machen wir denn? Äpfel. Es dauert 3 Jahre, bis ein Baum vollständig ausgewachsen ist. Bis dann ist der Ernteteil Äpfel deutlich reduziert. Alles klar. Da könnten wir Anbau von Gärten machen. Eine Größe des Fels ab. Klar. Hühner. Passiv-Einkommen an Eiern, das ist eigentlich ganz gut, ne? Und hier steht nichts von dauert irgendwie oder so. Ist das hier? Aha. Passiv-Einkommen an Häuten. Hm. Eier. Eier oder Gemüsegarten? Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf... Wir machen erstmal einen Gemüsegarten. Und hier machen wir dann jeweils Eier. Ich glaube, Gemüsegarten ist nicht verkehrt. Und dann bauen wir in die Richtung auch noch weiter aus. Ah, das ist der blöde Zaun. Hä. So. Brauchen wir noch einen zweiten Brunnen? Oder reicht einer? Weiß es nicht. I don't know. Dann müssen wir bald mal hier so eine Schmiede machen, ne? Würde ich sagen. Wir lassen den jetzt aber erstmal dann Ruhe bauen. Gemüsegarten, sehr schön. Stall muss gebaut werden. Pferd wird geordert. Aber ist das dann auch hier drin, oder? Warte mal, Lehm? Wurde Lehm verkauft? Quatsch. Oh, warte, wo ist nochmal Lehm? Nee, Eisenerz hat. Hat er Eisenerz gemacht? So, wir machen erstmal weg hier. Dann so. So. Wie sieht es mit Stein aus? Steine. Wo war es nochmal? 95, einer reicht. Es sind aber noch Steine. Die sind weg, ne? Ach. Ja, geil. Also ich müsste schauen, dass ich bald nochmal ein weiteres Land kriege. Die pflanzen sich irgendwie fort ohne Ende. Sehr gut. Dann hauen wir hier mal... Ganz wichtig, Nahrung.
Okay. So, warte mal. Das Land ist nicht besetzt, ne? Das ist auch relativ groß. Wie kriege ich das denn? 2000. Ist eins irgendwie günstiger? 1000, aha. Aber da ist auch ein Banditenlager. Und die goldene Mitte? Hm. Ah, wir brauchen noch etwas. Vielleicht sollte ich doch irgendwie ein bisschen nochmal da was erhöhen. Hier ist eh Bären. Hier wird fleißig angebaut. Aber wie kriegen das hin? Noch eine Familie wäre nicht schlecht. Noch eine Bauernfamilie oder so. Gut, wir haben jetzt aber das hier. Zack, zack. Gerberei ist immer noch. Okay. Ich würde sagen, soweit ist alles in Ordnung, ne? Würde ich mal sagen. Gut, vorspulen. Ein Pferd. Oh, wir haben ein Pferd. Warte mal, könnten wir dann jetzt sagen... Haben wir jetzt Gold bekommen durch Handel oder eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das wurde einfach nur verbraucht. Hm, ja, Steine würde ich jetzt ungern weghauen. Bretter können wir ja immer wieder herstellen. Ich glaube, am besten sind so Rohmaterialien, ne? Ne, stimmt, Lehm habe ich, ne. So, das Pferd gehört jetzt hier hin. Dann sollte der Handel funktionieren, oder? Was ist das hier? Leichen. Ach so. Die gegnerischen Leichen. Ach so. Ja. Ich dachte, ich kriege Minuspunkte wegen den Leichen vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob das... Wie sieht das denn aus? Vielleicht ist das gut, wenn das bei der Kirche ist? Ich dachte, das wird vielleicht so ein Friedhof oder so. Weiten Boden bärtig zu werden. Nutzt dieses Gebäude, um Leichen von Räubern loszuwerden. Ja, okay, nee, alles klar, dann außerhalb bitte. Direkt hier, so. Bisschen im Wald. So. So. Weg mit dem Schund. Dann sollten wir das vielleicht schnell machen. Alles klar. Stall. Ah ne, warte mal, sonst müssen wir neu bauen, glaube ich, ne? Gut. Ich würde sagen, wir haben das alles ganz gut überstanden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, Leute, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.